In jedem Alter kann es vorkommen, dass man einen oder mehrere Zähne verliert. Natürlich stellt man sich die Frage, ob und wie man diesen Zahn ersetzen sollte. Gemeinsam besprechen wir mit Ihnen die Möglichkeiten, welche Art des Zahnersatzes für Sie in Frage kommt. Es gibt den festsitzenden Zahnersatz, den herausnehmbaren Zahnersatz und den teilweise herausnehmbaren Zahnersatz. Das erklären wir Ihnen genau mit unseren Modellen und mit unserem Zahntechniker im Behandlungszimmer. Ein festsitzender Zahnersatz umfasst Kronen, Teilkronen oder Brücken. Bei unbezahnten Kiefern dienen Implantate als Pfeiler dafür. Der große Vorteil ist, dass sich das so anfühlt wie der eigene natürliche Zahn. Bei herausnehmbarem Zahnersatz unterscheiden wir zwischen Totalprothesen, Teleskopprothesen und sogenannten Kombinationsprothesen. Teleskopprothesen haben einfach den Riesenvorteil, dass sie vom Zahntechniker ständig bearbeitet und erweitert werden können, sollte sich der Zahnbefund oder auch die Kiefersituation zu einem späteren Zeitpunkt ändern. Zahnimplantate sind künstliche Zahnwurzeln aus Titan. Sie werden in den Knochen eingebracht, um verloren gegangene Zähne zu ersetzen. Ein natürlicher Zahn überträgt die Kaukräfte über die Wurzel in den Kieferknochen, um diesen gesund zu erhalten. Fehlt ein Zahn, kommt es zum Knochenabbau an dieser Stelle. Ein fehlender Zahn beherbergt viele Risiken. Nachbarzähne können sich verschieben, der gegenüberliegende Zahn beginnt aus einem Zahnfach zu wachsen. Dadurch bilden sich eben viel schneller Nischen und Taschen, wo sich Bakterien und Plaque ansammeln können. Das wiederum führt zu Parodontitis oder Karies. Die Funktion von Implantaten entspricht in diesem Zusammenhang der natürlichen Zähne und ist eine großartige Möglichkeit, Ihren Kieferknochen gesund zu halten, einen stabilen Biss zu gewährleisten und Ihr Lächeln wiederherzustellen.